Kapitel 11.9. Das Grab des Propheten. Die Präsenz des Prophetengrabes in seinem Masjid in Medina kann weder als Rechtfertigung für die Platzierung der Leichen in anderen Moscheen noch für die Errichtung von Moscheen über Gräbern dienen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, befahl nicht, ihn in seinem Masjid zu begraben, woran sich seine Gefährten auch hielten. Sie vermieden es auch bewusst, ihn im Friedhof von Medina zu bestatten, aus Furcht, dass spätere Generationen sich seinem Grab übermäßig verbunden fühlen könnten. Umar, der freigelassene Sklave von Rafra, berichtete, dass als die Sahaba, die Gefährten des Propheten, sich versammelt hatten, um über das Begräbnis des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu entscheiden, einer von ihnen sagte: Lasst uns ihn an jenem Ort begraben, wo er betete. Abu Bakr antwortete: Möge Allah uns davor beschützen, ihn zu einem Götzen der Anbetung zu machen. Andere sagten: Lasst uns ihn auf dem Friedhof von Medina begraben, wo seine Brüder von den Muhajirun, den Auswanderern von Mekka, beigesetzt wurden. Abu Bakr antwortete: Wahrlich, den Propheten in Al-Baqi beizusetzen, ist verabscheuungswürdig, weil manche Leute versuchen würden, bei ihm Zuflucht zu suchen, was aber allein ein Recht von Allah ist. Wenn wir ihn daher nach draußen zum Friedhof bringen, werden wir Allahs Recht brechen, selbst wenn wir das Grab des Gesandten sorgfältig bewachen würden. Sie fragten dann: Was ist deine Meinung, O Abu Bakr? Er antwortete: Ich hörte den Gesandten Allahs sagen, Allah nahm nicht das Leben eines seiner Propheten, ohne dass sie dort beerdigt wurden, wo sie starben. Manche von ihnen sagten: Bei Allah, was du gesagt hast, ist zufriedenstellend und überzeugend. Dann machten sie eine Linie um das Bett des Propheten herum in Aishas Haus und groben das Grab an der Stelle seines Bettes. Ali, Al-Abbas, Al-Fadl und die Familie des Propheten nahmen seinen Körper und bereiteten ihn für die Beisetzung vor. Aishas Haus war von dem Masjid durch eine Wand getrennt und es hatte eine Tür, durch die der Prophet sich in den Masjid begab, um das Gebet zu leiten. Die Gefährten verschlossen diesen Durchgang, um die Trennung des Prophetengrabes von dem Masjid zu vervollständigen. Daher konnte man damals nur außerhalb des Masjid zum Grab gelangen. Zur Zeit des zweiten Kalifen Umar und des dritten Kalifen Uthman wurden Erweiterungen des Masjid vorgenommen. Beide vermieden es jedoch achtsam, Aishas Haus oder die Häuser der anderen Frauen des Propheten in den Bau mit einzubeziehen. Denn eine solche Ausweitung hätte automatisch das Grab des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in den Masjid mit eingeschlossen. Der Kalif Al-Walid ibn Abd al-Malik, der von 705 bis 715 nach Christus regierte, war jedoch der Erste, der nach dem Tod aller Sahaba, welche sich in Medina befanden, den Masjid in Richtung Osten ausweiten ließ. Er bezog Aishas Haus in den Masjid mit ein, zerstörte aber die Häuser der anderen Frauen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm. Es wird berichtet, dass diese Ausweitung von Al-Walids Gouverneur, Umar ibn Abd al-Aziz, ausgeführt wurde. Als Aishas Haus vom Masjid umfasst wurde, wurde eine hohe kreisförmige Mauer um das Haus gebaut, so dass man es innerhalb des Masjid nicht sehen konnte. Später wurden an der Nordseite des Hauses zwei zusätzliche Mauern gezogen, die zusammen mit der ersten ein Dreieck bildeten. Dies geschah, um die Leute daran zu hindern, ihre Gesichter direkt Richtung des Grabes zu wenden. Viele Jahre später wurde die bekannte grüne Kuppel dem Dach des Masjid hinzugefügt und direkt über das Grab des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, platziert. Das Grab wurde später mit einem Messinggitter, bestehend aus Fenster und Türen, umgeben und die Wände des Grabes wurden mit einem grünen Stoff bedeckt. Diesen Hindernissen, die man um das Grab des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, aufgebaut hat, zum Trotz, bestehen immer noch Fehler, die korrigiert werden müssen. Die Mauern sollten wieder errichtet werden, um das Grab von dem Masjid zu trennen, so dass man weder in Richtung des Grabes beten
noch es innerhalb des Masjid besuchen kann.